Ja, hallo, wir sind's, ich, Brightest Games, und wer bist du? Ich bin vor zwei Games. Genau, auch genannt Tom. Wir spielen ich glaube, es ist ein merkwürdiges Spiel. Ja. Viscera Cleanup Detail. Schön, der Titel ist komisch. Das ist die Alpha-Version, die ist schon vor einer ganzen Weile rausgekommen. Das Spiel war mal auf Steam Greenlight. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es das geschafft hat. Ich hoffe sehr, dass noch mehr Menschen in den Genuss dieses Spieles kommen. Ich habe es, glaube ich, vor ein paar Monaten mal ausprobiert. Ich habe aber nicht wirklich eine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Ich habe mir die Steuerung angeguckt, mehr nicht. Und wir starten jetzt mal unsere Work. Wir nehmen, glaube ich, die Splatter Station. Ich glaube, das ist das Beste, was uns passieren kann, Tom. Es hört sich schon mal ganz lustig an. Und ja, los. Okay, wir sind Jopö. 41 Jahre alt, Hygienetechniker. Und die Company feels that the recent events and purge of the station must not reflect badly on its reputation. It is required that each and every corner of the facilities be cleaned. Guter Englisch. No delays, mein Gott. Sehr militant. Also im Endeffekt ist man in einer Station, wo ein Doom Marine durchgestapft ist und jetzt muss man sauber machen. Richtig, hier sehen wir, ja. Die würdevollen Überreste einiger Viecher. Ehrwürdiger Kontrahenten. Aus Doom, ja. Eines Doom Marines, die einfach mit der Schrotflinte über den Haufen geballert wurden. Und ich soll Dinge tun. Ich glaube, ich soll das reinigen. Ich habe hier so einen Space Mob. Mit der Dead Engine of Dead. Jetzt hab ich keinen Space Mob. Ist das Space Hände? Okay. Du kannst jetzt so. Kannst dich die Überreste da nehmen? Ja, oh. Jedi! Oh, und das. Wir sind ein Space Jedi. Pack das mal her. Oh je. Oh, oh. Ich glaube, du musst es rausnehmen. Aber ich muss es erstmal wieder sauber machen. Jetzt ist es weg. Oh, nein. Du hast es. Ja, so beginnt die Arbeit als Padawan. Alter, das wird ein Spaß. Das wird. Wie soll das hier ein spannendes Video werden? Und dann lässt blutige Fußabdrücke. Oh, stirb. Zum Beispiel ein Haus übrigens auch mal sauber. Das dauert ja ewig, wenn du die Fußabdrücke hinterlässt. Oder meinst du, das passiert nur, wenn ich vorher durch Blut gelaufen bin? Ich glaube, das passiert vorher, wenn du. Aber wie soll ich hier nicht durch Blut laufen? Guck dir das doch mal an. Das ist die Spiller Station. Ich glaube, das ist schwieriger als Dark Souls. Ja. Ich glaube. Ja, ich mach's auch mal so. Ich hau meinen Mob einfach auf den Boden so lange, bis er dreckig ist, dann hau ich ihn in den Wassereimer und dann geht er. Jesus Christ, Alter. Wenn der Mob, glaube ich, ganz dreckig ist, dann hinterlässt du ihn. Und du musst, glaube ich, jede Patrone einzeln ändern. Was? Ja. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Doch, musst jede Patrone höchst einzeln ändern. Oh, fuck yeah. Oh Gott. Oh, oh Gott. Also wir müssen betonen, wir spielen das Spiel auf dem Computer, aber mit Controller. Ich glaube nicht, dass es das Konsolen gibt. Also, nein. Ich glaube, das wäre ein bisschen armselig. Essen werde ich dann noch. Oh! Nun. Da kam, glaube ich, jetzt. Well. Es gibt offenbar Easter Eggs. So, dass da Köpfe, Beine, Arme, alles. Ich glaube, da kam gerade ein Arm und ein. Ah, ich muss es wegnehmen, weil wenn ich da einfach raufschlage, dann kommt dann das Blut. Das ist ja realistisch, das kennt man auch. Ich habe da auch Erfahrung. Ja. Das ist immer so, wenn ich zu ihm komme, dann ist er gerade dabei, auf abgehackte Körperteile einzuschlagen. Was wenige wissen, ist, dass ich Totengräber bin und mir selbst Arbeit verschaffe. Mit 15? Mit 15, ja, ja. Hast du mit 15 hier im Friedhof gearbeitet? Nee, erst mit 14. Krass. Der war nicht gut. Was ist das für ein Mob? Es ist ein. Ich hab 5 Sekunden, bis er so dreckig ist, dass ich damit nur noch. Vor allem, wie kommt das Blut an den Stiel? Wenn du Mobs mit der Mobspitze. Ich meine, ich tauchte den ja nicht im Blut, hier ist nur ein bisschen Blut an den Wänden und so. Ein bisschen Blut. Wow. Jetzt brauchst du einen neuen Eimer. Ich brauch einen neuen Eimer. Ja. Das geht genauso gut. Ah, da wäre der oben. Das ist lustig. Ist der jetzt eigentlich noch was drin? Aha.
dran. Er spielt schon realistisch. Also das ist schon eine Simulation, ne? Ja, weil ich ja, ich mache jeden Abend. So jeden Abend, Richtig. Wir kennen uns ja da aus. Deswegen machen wir dieses, Fuck that shit, skip this weekend. Ja, für die Eimer vor allem, das ist ja so heftig. Also ich glaube, den meisten Spaß haben wir mit dem Spiel. Für die Kisten, genau. Also es hat so ein bisschen Comic-Style. Nein, das ist nicht überhaupt nicht. Okay. Ich weiß, ich wollte es nett sein. Ich will auch aus, wenn wir ein Beat machen. Okay. Gott, sie greifen mich um. Werde ich voll weggestoßen. Space-Eimer-Angriff. Er fliegt manchmal, da funktioniert nicht mehr. Und dann muss ich einmal noch 10-mal drücken und dann geht's kurz wieder. Down. Boah, Alter, was. Das ist ja schlimmer als Darkness. Oh Gott, ich glaube, das wird. Alter. Nochmal weiter. Ich glaube, irgendwann. Ich bin einfach froh. Ja, und dann ist er in den Abfall. Ja, die Gegner haben schon. Wenn er eine Zivilisation aufbaut. Die zittert schon. Ja. Yeah. Krass. Wow, ich werde schon angegriffen und weg. Ich hab mich gerade nicht bewegt. Also nicht absichtlich. Gut. Ja, ne? Ego. Cleaner. Das ist nicht wahr. Also dieses Spiel ist doch. Geh mal in da. Ach. Mehr. Ja, das ist. Boah, das ist geil. Was noch so? Das muss man alles. Wow, die Pet. Alter, guck dir mal an, wie der. Das ist ja voll realistisch, dass das Bild so schwankt. Ja, toll. Ja, das ist das beste Spiel, das es jemals gab. Wer macht denn so eine Mission? Also nicht wer sie designt, also frag ich auch, aber. Wer macht. Was war das denn gerade? Was liegt denn darum? Mensch. Körperteile. Aber wer quält sich denn hier durch? Wer sammelt denn 50 Patronen einzeln auf, geht dann hier hinten hin und legt die in so eine Kiste? Die Kiste kannst du ja damit hinnehmen. Das macht es viel besser, Tom. Ja. Also nein, ganz ehrlich, das kann doch nicht, das ist doch nicht ernst gemeint. Was ist das Blau? Licht. Oh, ich dachte gerade, das poppt einen drunter, der noch lebt, aber es ist nur. Blue. Ja. Das ist doch ein Fail. Das ist ja auch Failplay. Gibt es an der Tür irgendwo einen Schalter, wo man raus kann? Bestimmt. Ja, ich will hier unbedingt raus. Also bitte, danke, nein. Aber erstmal müssen wir noch ein bisschen. Aber es hat trotzdem funktioniert. Ja. Das wäre der perfekte Moment für Benny Hill Musik. Ja. Der behinderte Vater war der Dienstag. Waffenwerfer, Alter. Gott, ey. Aber die Grafik ist besser als bei. Ja, bei was? Bei was? Bei was? Ja. Dark. Diese Grafik ist besser als was, bitte? Dark. Minecraft. Dark Minecraft. Also Nachfolger ist weltweit bekannt Minecraft, aber. Netter und man muss erstmal ein Weltportal bauen, um in die richtige Welt zu kommen. Richtig, und dann muss man einen Eisengolem besiegen. Wow! Die greift mich an. Ich bin gerade nicht gesprungen oder sowas, ich wurde einfach nach oben bewegt. Komm laut, spring! Krass. Die bewegen sich ohne mein. Die leben. Guck mal, die paaren sich, die sind schon ineinander. Das ist voll eklig. Die leben. Die tanzen und paaren sich und haben endlos Gruppensex und. Boah, voll die Hippies. Was ist das? Jedenfalls wird zu einem. Also das ist eine fremde Spezies beschreiben, die nicht von dieser Welt ist. Das Hippie. Das Hippie, auf Zucht und Hege. Du musst einmal im Monat waschen. Wow, die wollen mich abdrängen. Nicht drastisch. Aber ich halte durch. Ich muss da durchkämpfen. Damit ich da wieder durchkomme. Ich hänge auf mein Hippie fest.
Wahrnehmung. Jegliche Entfernung von Körperbehaarung und Körperbehaarung führt zu aggressiven Zuständen. Sofort bin ich tot. Ja. Krass, wie wirklich das Spiel ist. Ja, ich meine, was ist da passiert? Ich meine, guck dir das an. Der hat seinen Gegner hingeschliffen, den Kopf an die Wand gelegt und abgedrückt. Oder er ist einfach an die Wand geflogen. Ja. Ich weiß nicht, ob Doom so eine gute Physik hat, aber. Was ist da passiert? Auf der anderen Seite? Gott, ey. Also, wir versuchen jetzt hier mal eine. Wir machen jetzt professionelle. Wir machen jetzt nicht einen auf Cleaner, wir machen jetzt einen auf Tabak. Wissenschaftlich, auf fundierte. Alter. Die greifen dich an. Ich bin gerade über die. Ich werde vor in die Luft geschleudert von meinen Feinden. Voll das diepe Kampfsystem hier. Ja, das ist ein wahre Gegner. Richtig, Doom ist ein Scheißdreck. Doom eat your heart out. Dieses Spiel ist viel geiler. Vor allem die Monster aus Doom sind ein Scheißdreck. Richtig. So. Die Monster aus Doom sind ja schon hardcore, aber diese gelben Biohazard-Boxen, die rocken einfach die komplette Scheiße weg. Ja. Und hier, hat er ein Schwert benutzt, oder? Nee, der hat eine Biohazard-Box ein Doom-Monster getötet. Richtig, das sind nämlich, deswegen gibt es auch kein Doom mehr heutzutage. Weil alle Monster und alle Marines einfach von diesen Boxen zerstört wurden. Ach, wenn wir mal ehrlich sind, das könnte natürlich auch eine Dead Space. Was? Mit diesen Boxen? Nein, mit dem ganzen Blut. Bloß dann ist es dunkler und dann wär's. Und eine bessere Grafik. Ja. Etwas, ne? Wie viele Gedärme da schon rausgekommen sind. Und jetzt die Frage, wieso kommen da Gedärme raus? Wieso kommen da überhaupt, ja, wieso kommen da unendlich viele Kisten raus? Meine, guck mal, oben ist werden die da einfach materialisiert, gespawnt, herbeigeworbt aus einer anderen Dimension? War da eine Schaltkonsole? Dr. Who ist ein Scheißdreck dagegen. Entschuldige für dieses Geräusch. Wow. Gut aus. Oh, schau mal. Ich habe gerade diese Konsole da. Aktiviert, dann passiert was? Ich kann jetzt outpunchen. Das ist was? Weil, wenn meine Janitorial Work hier die Requirements gemettet of the company hat, as well as meine own high personal standards, dann kann ich jetzt aufklocken und outpunchen. Ich kann aber auch keep working. Ich weiß aber nicht wie. Working keeping, ey. Work keeping. Drück einfach auf Clock auf. Ich glaube, das ist mit der Maus ein bisschen besser, aber. Wie soll ich da rauf drücken? Ich habe jetzt mal keep working gedrückt, weil ich bin nicht sicher, ob ich das hier wirklich schon genug genossen habe. Wir können mal ein anderes Level wählen. Aber ich glaube, hier passiert jetzt nichts Lustiges mehr. Ich glaube, es gibt noch ein Schwebelevel. Oh, geil. Ich könnte jetzt aus dem Airlock rausgesackt werden. Ja. Oder ich könnte. Ja, wir hätten doch oft kloppen können. Gut. Many bugs lie ahead, especially in multiplayer. Proceed with caution. Ja. An epic journey awaits you, my friend. Lordy. Nun. Oh. Schneid mal raus. Man bemerke, dies ist ein Multiplayer-Titel. Wir schneiden das, was jetzt man gerade sieht, raus. Wo sind wir hin? Ja, okay. Ja, wir nehmen jetzt noch mal eine andere, nämlich die Zero-G-Therapy. Ich verfüge normalerweise über bessere Kenntnisse der englischen Sprache. Aber Tom meint, es gibt noch eine Schwebestage. Ja, das ist die. Ja, mit Springen klippen, genau. Ja, ich weiß aber nicht, wie ich springe. A mit A, okay. A mit A. So, das wird ein Spaß, da alle Patronenhülsen einzeln einzusammeln. Was mich unbedingt interessieren. Ja, was mich interessieren würde, ist, was passiert, wenn man wirklich die Stage gereinigt hat. Ja, genau. Kriegt man dann ein Achievement? Oder Erfahrungspunkte und kann seine Wischmobs glücklich verbessern? Kann sein, krass sein Mob upgraden. Dass er dann noch diesen Antrieb hat und noch ein Bajonett unten drunter und. So, like a Bibi Blocksberg. Ja, richtig, wie gesagt, für ihr voll krasses Kampfsystem und Bayonet. Die übelst geilen Upgrade-Systeme hat. Alter, wie lange soll so eine Scheiße denn dauern? Wer macht denn sowas? Entschuldigung. Vor allem, wieso ist das? Ich glaube, das war ein Doom-Puff bei der Beleuchtung.
Richtig, das ist hier der Rotlichtviertel. Von Doom. Hier. Da hat Doom sich ausgetobt und danach seine Liebchens da. Ja. Einfach alle abgeschlachtet. Aber hier sind mindestens 20 Köpfe, meine Fresse. Und nur drei Beine. Oh. Das war vielleicht doch nicht so spaßig, die ganze Sache. Ich habe auch noch keinen einzigen Oberkörper entdeckt. Das ist alles sehr, sehr seltsam Orgie gewesen. Oh. Boah. Nun gut, ne? Kommt Ohr, wie hier. Nein, natürlich kommen wir da nicht raus. Das wäre ja das bessere Spiel. Ja, das ist irgendwie ein bisschen sehr krass. Ja, was ist denn hier abgegangen? Ich glaube nicht, dass wir dieses Spiel noch länger ertragen. Nein. Sollten wir das. Dachte, guck dir das Bein an, da spritzt doch Blut raus. Nee, das ist eine Ader. Kann ich mal stehen bleiben? Nee, da ist doch kommt noch Blut raus. Eine Ader ist nicht so schwer. Blut schwebt in der Luft? Ja, ist ja schwer. Er spritzt da raus und schwebt dann plötzlich in der Luft? Ja, es ist angehalten, es ist eingefroren. Aber es läuft raus, ich weiß es nicht. Kannst du Blut. Ja, bewegt sich. Es ist Blut, ja. Sicherlich, es ist einfach unfassbar, wie schlecht dieses Spiel. Warte, Ghost Medication. Slow-mo. Okay, fertig. Nimm mal das Bein, mal gucken, ob das Blut mitkommt oder ob es da bleibt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Oh, wow. Wie soll man diese Stage, dauert ja Stunden, wenn man das wirklich alles probiert. Außer man ist voll der Viscera Cleanup Pro. Ich bin es nicht. Nee. By the way. Nein! Nein! Mein oh Gott! Es ist nur ein Bein. Kann nicht so schwer sein. Das ist es aber. Okay. So. Das ist voll der Grobmotorik. Aber man kann nicht anhalten. Also man kann nur gegensteuern, dann bewegt er sich wieder in die andere Richtung. Er bewegt sich also entweder viel zu schnell drauf zu oder viel zu schnell davon weg. Und wesentlich hektisch. Ich werde einfach mal anhalten. Okay. Jetzt probier mal so eine Patronenbüchse zu schnappen. Ich schleich mir jetzt an. Död. Dim, dim, dim. Mein Bein ist sehr scheu, es kann wegkriegen. Und. Alter, Fahrer. Kann man das Bein überhaupt nehmen? Verbuch ich ein größeren Ding. Ha! Metal Gear Solid! Fick dich in den Arsch! Das Sneak-System hier ist viel geiler. Ich hab's einfach drauf. Du Solid. Hast strahl Blut weggeschnippt. Solid Snake kann nichts. Ja. Okay, wir lassen es. Sneak verbessert auf 95. Ja, wir lassen das definitiv bleiben. Also das kann nur böse enden. Da kommt Dampf raus. Krass. Schon eine Schwerelosigkeit wird es einfach. Und es geht nach oben. Ja, es ist ja schwerelos. Schwerelos heißt ja, dass die Gravitation nach oben geht, stimmt's? Oder gar keine da. Oh mein Gott. Ich hoffe, es gibt darauf eine andere Antwort. Ja, wir fliehen aus dem Spiel. Tun alles, um hier rauszukommen. Sollte es noch ein weiteres Video dieser Art geben, haben wir dieses Spiel auch überlebt. Ich hoffe, dem ist so. Viel Spaß noch auf YouTube. Hoffentlich habt ihr da mehr Spaß als wir hier. Wir entschuldigen uns für alle Schäden, die durch dieses Video entstanden sind, geistiger und materieller Natur. Falls jemand vor Verzweiflung sein Zimmer zerstört hat. Oder einen Bildschirmriss bekommen hat. Wir übernehmen keine Haftung, aber leisten unser Beileid. Und ja, tschüss. Tschüss.